Hallo zusammen, willkommen zurück, lasst uns direkt weitermachen. Im letzten Video haben wir uns mit dem historischen Kontext des Aktionismus beschäftigt. In diesem Video soll es etwas konkreter um die eigentlichen Inhalte gehen. Wir haben im letzten Video gesehen, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil der Aktionismus aus einer bestimmten Stimmung heraus entstanden ist und sich gar nicht so sehr als politisches Projekt verstehen lässt. Der britische Theoretiker Benjamin Noyce sieht die Kernmotivation des Akzelerationismus im Wunsch, den inhärenten Widerspruch zwischen Mensch und Maschine durch eine Art Jouissance zu überwinden. Jouissance ist ein Konzept, das auf den Psychoanalytiker Jacques Lacan zurückgeht und unter anderem von Slavoj Žižek weiterentwickelt worden ist. Die paradoxe Anziehungskraft der Jouissance liegt darin, dass an die Stelle einer sofortigen Befriedigung des Lustgefühls die Verzögerung bzw. die komplette Invertierung der Lust in Schmerz steht. Denkt ihr etwa an BDSM oder die Anziehungskraft einer medialisierten Pornografie gegenüber der wirklichen sexuellen Befriedigung? Aber wie lässt sich dieses Konzept auf die Wechselwirkung von Mensch und Maschine anwenden? Nun, in der kapitalistischen Ökonomie, das heißt in einer profitorientierten Wirtschaft, neigt man dazu, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen und damit Lohn- und Sozialkosten einzusparen. Das ist schlecht für die Arbeitnehmer, also die Menschen, aber gut für die Profite des Unternehmers. Nun wäre es nicht zuvorkommend, wenn man den Arbeitnehmern einfach unterstellen könnte, dass sie ihre eigene Unterdrückung, ihre eigene Unterordnung unter die Maschine genießen würden. In den 1970ern startete der französische Philosoph Jean-François Lyotard genau diesen Versuch mit einem Buch, das den Titel Libidinale Ökonomie trug. Verständlich, dass diese Idee nicht überall wohlwollend aufgenommen wurde, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Akzelerationismus soll nun nach Noyce die Fantasie sein, die immer breiter werdende Kluft zwischen lebendiger Arbeit von Menschen und der toten Arbeit von Maschinen durch den Genuss der Jouissance, also einer sadomasochistischen Unterwerfung unter das rational kalkulierende Regime der Maschine, auflösen zu können. Aber so zutreffend Noyce' Analyse an vielen Stellen auch ist, man gewinnt den Eindruck gelegentlich, dass die libidinale Ökonomie einem ganzen Spektrum an Ideen übergestülpt werden soll. Trotz der Tatsache, dass das Buch selbst schon in den 70ern nicht besonders populär war, weswegen es Lyotard im Nachhinein als sein böses Buch bezeichnet hat. Als Antwort appelliert Noyce für ein klassisches linksprogressives Bündnis aus einer modernistischen Subversion durch Bilddekonstruktion, der Analyse durch intellektuelle und traditionelle Formen des Straßenwiderstands. Verkörpert sieht er diese Antwort auf ein beschleunigendes System in einem Gespräch, das zwischen Bertolt Brecht und Walter Benjamin stattgefunden hat. Letztendlich setzt ein solches Urteil voraus, dass der Akzelerationismus selbst kein Bewusstsein für diesen Widerspruch entwickelt hat. Und das ist genau der Fehlschluss, den ich bei vielen Texten zu dem Thema immer wieder sehe. Helft ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das verkennt aber nicht nur das Potenzial der akzelerationistischen Kritik, die Politik des 20. Jahrhunderts in die des 21. Jahrhunderts zu übersetzen, sondern dieses Urvertrauen in die Dialektik und die Psychoanalyse machte sich letztendlich an der gleichen Jouissance schuldig, die sie anderen nur zu gerne vorwirft. Sie hat etwas Priesterhaftes, etwas Predigendes, aber sie entkommen letztendlich den Einschränkungen ihrer Weltanschauung. Sei es der historische Materialismus oder die Erlösung durch irgendeine Form von Wiederauferstehung, nicht. Um Max Stirner zu paraphrasieren, es ist genau die Liebe zum abstrakten Menschen, die in sich bereits den Unmenschen erzeugt. Man kann also Žižeks Kritik an der Perversion genauso gut auf die Psychoanalyse anwenden, die letztendlich eine Form von pervertierter Priesterschaft ist. Denn wenn wir ehrlich sind, Brecht und Benjamin sind heute Eckpfeiler des bürgerlichen Schulwesens und der Universitäten. Ich habe im Deutschunterricht Der gute Mensch von Sichuan gelesen, ohne dass auch nur ein Wort über Brechts politisches Projekt verloren worden ist. Der Kapitalismus zerstört politisch kreative Subversion, indem er sie neutralisiert und absorbiert. Daher bringt es nichts, ihn zu provozieren. Außer man möchte mit dieser Provokation eine Transformation aus dem System heraus erreichen. Deleuze und Guattari, die eigentlichen Eckpfeiler der akzelerationistischen Theorie, versuchten genau diese Zwickmühle aufzulösen, indem sie die Entfaltung von Ideen
aus ihren pragmatischen Bedingungen der Möglichkeit analysierten und nicht mit einem vorausgesetzten Rahmenkonstrukt wie der Dialektik. Ob ihnen das gelungen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber genau hier lässt sich auch aktivistisch eingreifen, indem man etwa für die Beschleunigung bestimmter Tendenzen eintritt oder die Bedingungen für die Entstehung von neuen Möglichkeiten anreizt. Brecht konnte die bestehende Ordnung nicht negieren, aber er machte eine neue formelle Ausdrucksweise möglich, das epische Theater. Es scheint mir also zunehmend, dass die Negation im hegelianischen Sinne nicht wirklich ausreicht, um historische Veränderungen zu erklären, zumindest nicht vollständig. Die Geschichte ist deutlich produktivistischer, als Marx sie sich jemals vorgestellt hat. Vielleicht kann man den Unterschied zwischen Marx, Hegel, Lacan auf der einen Seite und Deleuze und Guattari am besten durch den Übergang von einer zweidimensionalen in eine dreidimensionale Karte visualisieren. Auch diese Perspektive hat blinde Flecken, nur damit wir uns nicht missverstehen. Und das heißt auch nicht, dass wir die alten Theorien aufgeben müssen vollständig. Aber es macht eben mehr Sinn, die Komplexität einer Landschaft anzuerkennen, als auf die prophetische Richtigkeit einer einzelnen Karte zu vertrauen. Stattdessen verändern sich Funktionen, Ziele und Eigenschaften stratigraphisch durch Mischung und Überlagerung und durch Abtragung bestehender Strukturen. Der einzige Weg vorwärts ist die Transformation. Und genau hier kommt Land ins Spiel. Land greift auf Deleuze und Guattari zurück, verwirft aber einige Aspekte und fügt andere hinzu. Den Einstieg in seine Gedankenwelt finden wir über die numerische Gegenüberstellung von 0 und 1, die logische Basis der Kybernetik bilden. Man sollte dies nicht als eine weitere Inkarnation des klassischen Dualismus missverstehen. Es geht hier um die beiden Enden eines Spektrums, die als absolute Horizonte nur als Phantasma existieren können. Man kann sich den Horizonten nur annähern. Eins ist dabei der erstrebte Stillstand, die vollständige Versteinerung des Terrains, auf dem dann keine Bewegung mehr stattfinden kann. Null demgegenüber ist ein völlig unstrukturierter Raum, der existiert hat, bevor es überhaupt Form gegeben hat. Mit Deleuze und Guattari gesprochen, ein Körper ohne Organe, wofür sie später die treffende Metapher eines Eis vor der Befruchtung finden, also bevor der Organismus sich in das Substrat ausbreitet und ihm eine Form gibt. Der Embryo breitet sich in den Möglichkeitsraum aus, verbraucht ihn dabei aber gleichzeitig, was dazu führt, dass er nicht für andere, vielleicht ebenfalls mögliche Formen genutzt werden kann. Soweit der Grundgedanke. Land interessiert hier vor allem, wie sich diese Tendenzen in der politischen Landschaft widerspiegeln. Eine Tendenz gegen eins assoziiert er mit intoleranten, gesetzgebenden Systemen, deren primäres Ziel die Kontrolle ist. Da können eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Phänomenen drunter fallen. Beispiel der Ödipus-Komplex von Freud oder der Staat, die Kirche. Der eine Freund, der obsessiv darauf besteht, dass sein eigener Musikgeschmack den absoluten Goldstandard der Musikgeschichte widerspiegelt. Der Weg zu eins ist gepflastert mit mehr oder weniger intensivem Totalitarismus, der im schlimmsten Fall, etwa im Faschismus, pathologische Züge annimmt. In diesem Sinne ist beispielsweise ein Genozid ein irrationaler Versuch, die Realität in die Fantasie eines versteinerten, gemeißelten Standards zurückzuzwingen. Das, was C.C.R. Uhland unter Paranoia versteht, versucht die vermeintliche Reinheit eines Kontrollregimes zu schützen und eine vermeintliche Verunreinigung, die natürlich ist, weil sich die Realität eben nicht in versteinerten Formen halten lässt, wegrationalisieren soll. Statt in der Medusa mit ihrem versteinernden Blick das eigentliche Monster zu erkennen, modelliert man sie um zu einer Heiligen, um eine in Anführungszeichen Realität vor dem vermeintlichen Chaos zu rennen. Das ist für C.C.R. Uhland keine Option. Aber wie sieht der umgekehrte Weg aus? Der Weg Richtung Null? Diesen Weg assoziiert Land vor allem mit dem Kapitalismus, als erste und für ihn einzige Gesellschaftsform, die Affirmation als Werkzeug nutzt, anstatt sie zu verdammen, und so die menschliche Gesellschaft wieder näher an die Null, also an einen unstrukturierten und flexibleren Möglichkeitsraum herangeführt hat, wo vermeintlich nichts vorausgesetzt und alles wieder möglich gemacht wird. Es ist genau dieser Prozess, der im Aktionationismus beschleunigt werden soll.
Es macht einfach keinen Sinn, eine Enklave mit versteinerten Ansichten im Kapitalismus zu gründen und auf eine Befreiung von außen zu hoffen, weil das schon immer die Fantasie war, die Fortschritt verhindert hat. Denn alle diese Versuche erliegen früher oder später der Paranoia, die ihr inhärent ist. Oder sie können nicht mit der Flexibilität des Kapitalismus mithalten und werden gefressen. Man kann diese Weltanschauung natürlich als fatalistisch deuten. Zu einem gewissen Maß ist sie das sicherlich. Prinzipiell kann man aus dieser Kritik aber auch die Schlussfolgerung ziehen, dass man notwendigerweise ein Sprungbrett im System suchen muss, um ihn in einen neueren, freieren Zustand überführen zu können. Und in dieser aktionistischen Kritik findet sich meiner Meinung nach die Möglichkeit für die Linke des 21. Jahrhunderts, die posthumanistische Erneuerung nachzuholen, die in der neuen Rechten und unter Liberalen längst stattgefunden hat. Weg vom historischen Materialismus hin zum Technomaterialismus. Was im Übrigen nicht heißt, dass wir humanistische Werte über Bord werfen müssen, aber es heißt nur, dass diese Werte anders fundiert werden müssen und anders durchgesetzt werden müssen. Es reicht nicht, für sie einzustehen. Sie müssen auch attraktiv gemacht werden. Technomaterialismus ist eine Perspektive, die uns dabei helfen kann, weil sie sich der Vorstellung verweigert, das Natürliche als unveränderlich und heilig wahrzunehmen und gleichzeitig die Fehler der klassischen Moderne vermeidet, die über die Vernunft eine Position außerhalb des Natürlichen gesucht hat und somit Opfer des Natürlichen wurde. So schreibt die Xenofeministin Helen Hesse: Natur wird hier nicht als Essentialisierung verstanden, die die Verkörperung oder Ökologie untermauert, sondern als technologischer Raum des Konflikts, der unsere gelebte Erfahrung fundamental formt. Daraus leitet der Xenofeminismus unter anderem sein zentrales Mantra ab: If nature is unfair, change nature. Wenn die Natur unfair ist, ändere die Natur und halte dich nicht mit dem Bild des Menschen auf. Mit anderen Worten, wir wollen von einer Moral der Prinzipien runter zu einer experimentellen Ethik, was einerseits ehrlicher ist und schwieriger von Fanatikern vereinnahmt werden kann. Der Mensch gilt eben nur als Ausdruck der Natur und kann genauso geformt und verändert werden wie alles andere, was ihn umgibt. Magisches Denken können wir offensichtlicherweise nicht abschütteln. Dieses alte Anliegen der Aufklärung ist gescheitert, worauf sich das Post in Posthumanismus bezieht, falls sich das jemand gefragt hat. Und wir müssen lernen, uns in einer Welt jenseits von Gut und Böse zurechtzufinden. In dieser Hinsicht gibt es noch viele andere interessante Positionen, die wir auch nach und nach auf diesem Kanal behandeln werden. Aber hier kommt auch Land ins Spiel. Natur ist nicht das Primitive oder das Einfache und sicherlich nicht das Rostige, das Organische oder das Unschuldige. Sie ist der Raum des Zusammenwirkens, der ungeplanten Synthese, die kontrastiert wird mit der industriellen Sphäre der telischen Prädestination, die der heiligen Schöpfung oder menschlichen Arbeit. C.C.I. Newland sieht im Fremden, also in allem, was der Fiktion des eigenen nach als fremdartig eingestuft wird, das Potenzial zum Widerstand und zur Transformation, weil es eben genau darauf hinweist, dass es keine klaren Grenzen zwischen eigenem und Fremden gibt. Paranoia ist genau das, was einer radikalen Synthese im Weg steht. Daraus schlussfolgert C.C.I. Newland letztendlich: Ein radikaler internationaler Sozialismus wäre nicht eine sozialistische Ideologie, die über die Kultur ihres Ursprungs hinaus verallgemeinert wird, sondern ein Programm der Kollektivität oder eine zügellose Synthese, die der theoretischen und libidinalen Auflösung nationaler Totalität entspringt. Eine Welt ohne Nationen würde an sich schon den Erfolg aller sofortigen postkapitalistischen, sozialen und ökonomischen Ziele garantieren. Es ist diese revolutionäre Notwendigkeit für spontane, heimatlose Subversionen, die bestimmten Möglichkeiten feministischer Politik Dringlichkeit verleiht, da die Löschung der matrilinearen Genealogie in der patriarchalen Maschine bedeutet, dass die faschistische Verehrung der Ahnen sich letztendlich nie vollständig das feminine Subjekt erkaufen kann. Was Deleuze und Guattari unter einer Maschine verstehen, unterscheidet sich ein wenig vom Alltagsverständnis dieses Begriffs. Eine Maschine, wie sie von Ingenieuren und Ingenieurinnen entworfen und designt wird, liegt einem Bauplan zugrunde. Eine fixe Anzahl an Komponenten bilden ein geschlossenes Ganzes und diese Maschine tut dann nur das, was man ihr aufträgt, im Optimalfall. Deleuzische Maschinen sind flexibler. Die Deleuzische Maschine ist ein loser produktiver Verband von Prozessen. Sie nimmt einen Input auf, Strom, menschliche Arbeit, Information,
verarbeitet diese, um dann einen Output zu produzieren, der wiederum mit dieser oder anderen Maschinen interagieren kann. Die Maschine ist also Teil der Umwelt, in der sie Veränderungen vornimmt, dementsprechend auch ihren Reaktionen ausgesetzt. Die Prozesse fallen ineinander und auseinander. Die selbstverstärkenden Prozesse, selbstdesignenden Prozesse, wie die Evolution zum Beispiel, versteht Land als Feedbackschleifen. Feedbackschleifen als Prozesse kommen in dreierlei Gestalt: stabilisierend, selbstschwächend und selbstverstärkend. Land formuliert es so: Stabilisierende Schaltkreise unterdrücken Mutation, während kurzfristig eskalierende Schaltkreise diese nur in einem nicht nachhaltigen Ausbruch ermöglichen, bevor sie vollständig abgesetzt wird. Keine dieser Darstellungen kommt dem selbstorganisierenden Prozess oder dem langfristig eskalierenden Schaltkreis nahe, so wie Nietzsches Willen zur Macht, Freuds phylogenetischem Thanatos oder Prigogines dissipative Strukturen. Langanhaltend befreite Prozesse sind selbstorganisierend, aber nur auf die Art und Weise, dass das Selbst sich als etwas Neuorganisiertes vervielfältigt. Wenn dies ein Teufelskreis ist, dann, weil positive Kybernetik immer als ein solcher beschrieben werden muss. Logik letztendlich ist von Beginn an Theologie. Kommt eine kreative Entwicklung, in Deleuzischen Begriffen eine Fluchtlinie, in Gang, wirkt sie dementsprechend notwendigerweise eskalieren, stößt dabei neue Prozesse an, gewinnt an Geschwindigkeit, Einfluss und Macht wie ein Schneeball, der ins Tal rollt und dabei immer größer wird. Legislative, religiöse Systeme hemmen diesen Vorgang, weil sie ihren etablierten Machtanspruch verteidigen wollen. Wenn es eine akzelerationistische Praxis gibt, dann der Versuch, diese Fluchtlinie als solche zu erkennen und zu beschleunigen, um letztendlich die legislativen Systeme zu überfordern. Aber wohin geht die Reise, wenn das Gefängnis dann überwunden ist? Das wird erst während des Prozesses selbst entschieden. Das, was im Akzelerationismus im Entstehen begriffen ist, ist eben Gott und Prozess zugleich, also untrennbar mit dem unmittelbaren Weltgeschehen verbunden. Also dort, wo, wieder mit Deleuze gesprochen, sich eine Ebene der Immanenz dauerhaft konstruiert. Nun kann man natürlich die berechtigte Frage stellen, ist das nicht eigentlich alles nur eine neue Religion, eine neue Form von Transzendenz? Die kurze Antwort darauf ist, dass diese Gefahr durchaus besteht, weswegen rechter Akzelerationismus Bullshit ist. Aber dazu später mehr. Ich persönlich interpretiere CCIU-Land so, dass er in der retrochronischen KI eine Art Metapher sieht. Die Absurdität dieses Gedankenexperiments hat dabei Methode, denn dem Zweifel muss in der Auslegung immer ein Spielraum gelassen werden. Die Interpretation darf sich niemals festfahren, weil dann würde man ja wieder ein neues legislatives System erschaffen. Das unterscheidet Theory Fiction von der literarischen Erzählung und der wissenschaftlichen Beschreibung. Es ist bereits auf die mehrdeutige Interpretation in der Zukunft angelegt. Die Informationen, die über ein Virus durch die Infektion in den Wirt gelangen, können auch lange nachdem die Infektion überstanden ist, unerwartete Mutationen hervorrufen. So sind 8% des menschlichen Genoms viralen Ursprungs. Ein Virus ist also mehr als eine Krankheit. In diesem Licht sollten wir diese Passage von CCIU-Land lesen. Nun, der Schlüssel zu einem modernen Verständnis von Viren ist ein eher schwierig klingendes Konzept, der überschüssige Wert des Codes. Aber der Gedanke hier ist nicht wirklich zu hart zu begreifen. Jedes System jenseits eines bestimmten Levels der Komplexität funktioniert nach einem Programm, das sein Verhalten kodifiziert. Wenn dieser Code verändert wird, verändert sich auch das Verhalten des Systems, auf Wegen, die vorher nicht erwartet worden sind. Biologische Viren programmieren Zellen um, damit sie zu Virusfabriken werden. Computerviren programmieren Computer um, damit sie auch zu Virusfabriken werden. Oder um Befehle auszuführen, wie das Anzeigen von Botschaften oder das Löschen von Daten oder andere kompliziertere Dinge. Das Virus fängt das Verhalten des Systems ein. Hinter dem Konzept des Virus versteckt sich also ein Bündel an Informationen, das in der Lage ist, die Struktur eines Systems zu eigenen Zwecken umzustrukturieren und zu vereinnahmen. Es ist also kein Zufall, dass selbst biologische Viren in der modernen Medizin wiederentdeckt werden als Werkzeug, um Veränderungen auf zellulärer Ebene herbeizuführen. Drei Schlussfolgerungen sollten wir aus dieser Metapher ziehen. Erstens, kein Prozess lässt sich vollständig kontrollieren. Es gibt immer einen Überschuss an Informationen, der auch im Nachhinein in eine Entwicklung eingreifen kann. Das gilt für revolutionäre Projekte genauso wie für konservative Stabilitätsfantasien.
Zweitens, wird ein System von einem Virus vereinnahmt, erfährt man das meistens erst mit dem Auftreten von Symptomen, das heißt lange nach der ursprünglichen Infektion des eigenen Körpers, die bereits im vollen Gange ist, wenn die Symptome auftreten. Man kann sich also bereits im Dienst eines fremden Prozesses befinden, ohne ein Bewusstsein für den Eindringling entwickelt zu haben. Dieses Bewusstsein kommt erst dann, wenn man selbst bereits Teil der Feedbackschleife geworden ist und diese zu eskalieren droht. Drittens, für dieses Außen, diese Outsideness, die für die Infektion verantwortlich ist, muss kein personifizierbarer Willen oder ein Plan vorliegen oder eine Determination. Für das Virus und seine eigene Logik ist nur wichtig, das Substrat in Bewegung versetzen zu können. Eine Idee, die sich auf diese Weise virtuell entwickeln und durch Infektion im wahrnehmbaren Raum real werden kann, nennt Land Hyperstition. Der Neologismus besteht aus dem griechischen Präfix hyper für über und aus dem englischen superstition für Aberglauben. Hyperstition ist eben nicht, wenn ich mein Verhalten nach einer Glaubensvorstellung ausrichte, also wenn ich etwa aus religiösen Gründen auf bestimmte Lebensmittel verzichte oder schwarze Katzen meide, weil ich der Meinung bin, dass sie Unglück bringen. Das sind Regelsysteme und Teile des paranoiden Immunsystems. Eine Hyperstition demgegenüber ist wie ein Virus real und bereits auf der virtuellen Ebene aktiv. Es vereinnahmt die bestehenden Strukturen und baut sie um. So werden die Bedingungen der eigenen Entstehung nachträglich legitimiert. Und hier sieht man auch klar und deutlich, wie ein populärer Modernismus mit dem Akzelerationismus der CCIU-Ära wunderbar zusammengeht. Land schreibt: Wir sind nur so weit an erfundenen Geschichten interessiert, insofern sie gleichzeitig Hyperstition sind. Ein Begriff, den wir für symbiotische Produktion entwickelt haben, die sich selbst real machen. Kryptische Kommunikation von den großen Alten, die ihre Wiederkehr signalisieren. Schleshut dopisch. Das ist die Ambivalenz oder Kreislauf der Cthulhu-Geschichten. Wer schreibt und wer wird geschrieben? Zu Lovecraft und dem Versuch, dem Unbeschreiblichen eine Erfahrung zuzuordnen, habe ich bereits ein Video erstellt. Auch wenn Lovecrafts philosophische und künstlerische Wirkung bereits hypergläubische Züge annimmt, ist das bei weitem nicht alles. Wer sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, stößt unter anderem auf vermeintlich echte Necronomicons, auf Glaubensgemeinschaften, die sich um diese fiktiven Kreaturen der alten Götter gebildet haben. Und aufgrund eines gefälschten Briefes rückt man Lovecraft bis heute in die Nähe von realen Okkultisten wie Aleister Crowley, obwohl er selbst dafür nur milde Belustigung empfunden hat. Aber die Art und Weise, wie die Realisierung dieses Mythos, der widerlegt ist, hartnäckig hält, deutet an, dass in dem Gedanken der Hyperstition, dieses Hyperglaubens, ein Funken Wahrheit steckt. Das Fiktive kann durchaus ein Eigenleben entwickeln und sich durch Umgestaltung von Systemen real machen. Man darf allerdings nicht in einen fatalistischen Fehlschluss verfallen. Weder ist der Erfolg einer Hyperstition unausweichlich, noch muss sie von Dauer sein. Was die rechtsaktionistische Interpretation von Hyperstition bewusst außen vor lässt, ist genau dieser wichtigste Aspekt der Philosophie von Deleuze und Guattari, die Vielheit. Statt die Multiplität der Wirklichkeit anzunehmen, kehrt man zurück in die alten zweidimensionalen Muster der Realitätsdeutung. Ein gutes Beispiel hierfür ist der religiöse Missbrauch der Hyperstition in dem Gedankenexperiment von Rocus Basilisk, zu dem ich euch ein paar Ressourcen verlinkt habe. Zusammenfassend können wir uns nun eine Metapher anschauen, die Land sehr oft bemüht, die des Werwolfs. Das Bild geht zurück auf Deleuze und Guattaris Kritik an Freuds Traumdeutung. Im sogenannten Wolfsmann-Traum versuchte Freud, die spontane Erscheinung von Wölfen an den Ödipus-Komplex zurückzubinden. Deleuze und Guattari sehen darin hingegen den Wolf bzw. die Verwandlung in einen Wolf als Erfahrung der Verfremdung des eigenen durch eine Kraft von außen oder von einem vermeintlichen Außen, was wiederum auf die ganze Künstlichkeit des Konstrukts von Familie und Gesellschaft hinweist, als ein Gefängnis des eigenen. Wir haben nur dann kein Problem mit dem, was wir als fremd wahrnehmen, wenn es sich in der Distanz breit macht, was zu unserem Problem wird, wenn das Fremde sich beweglich zeigt. Der Titel Fanged Numina bezieht sich genau darauf, dass Monster erst als Reaktion auf das Fremde entstehen, wenn das Nominale nach Kant uns zu nahe kommt und wir feststellen, dass wir eine Fiktion gelebt haben.
Statt wie die Psychoanalyse Sehnsüchte an Objekte zu fesseln, geht es der Schizoanalyse darum, Sehnsüchte, die in Objekten gefangen sind, freizusetzen und für produktive Zwecke nutzbar zu machen. Lernt schließt hieran an und macht aus dem Wolf von Freud die paradoxe Gestalt des Werwolfs, der einerseits gefesselt ist an eine anthropomorphe Gestalt und gleichzeitig doch ein nicht zu leugnendes Symbol der Verwandlung ist, der plötzlich heraufbrechenden Fremdartigkeit, die dem Vertrauten zugrunde liegt. Der Werwolf ist einerseits die Verkörperung der Instabilität jeder Ordnung, bleibt jedoch nah genug im Umfeld dieser Ordnung, um einerseits wiedererkennbar zu sein und andererseits diese Ordnung zu stören und in Frage zu stellen. Die Grenze wird vom Werwolf gleichzeitig überschritten und neu definiert und bestimmt damit die Rahmenbedingungen der Paranoia als konstitutiver Effekt einer bestehenden Ordnung. Das Ergebnis dieser Paranoia ist aber eine Welt voller Werwölfe, die aber stets immer nur die anderen bezichtigt, Werwolf zu sein. Zu eng definierte Grenzen sind immer willkürlich und schaden vor allem demjenigen, der sie voraussetzt, mehr als demjenigen, der sie überschreitet. In Lanz' Worten: Es gibt wenige Schrecken, die mit dem Entsetzen des führenden Gesetzgebers vergleichbar sind, der feststellt, dass Anarchie immer noch erlaubt ist. Fernab von der Domestizierung durch transzendentale Formen des Verstehens bleibt die Natur eine frei fließende Wunde, deren Blutung gestillt werden muss. Am Bild des Werwolfs kann man abschließend auch sehr gut aufzeigen, wo der fundamentale Unterschied zwischen CCIU-Land und NRX-Land besteht. In seinem Frühwerk ist der Werwolf eine ambivalente Figur, wie ich versucht habe, sie oben zu beschreiben. Der Werwolf ist die perfekte Parabel für das Wechselspiel von dionysischem Wachstum und apollinischer Paranoia. Später gibt Land aber genau das auf und sieht im Werwolf nur noch ein tragisches Alarmsignal, beispielsweise für die Flucht einer weißen Mittelschicht aus den Innenstädten, und bettet die Metapher somit vollständig in ein bereits existierendes rassistisches System ein. Er zieht die Grenze wieder, die er eigentlich überwinden wollte. Lanz Scheitern, sein eigenes Werwolf-Werden, bleibt damit die beste Illustration seiner eigenen Kritik. Soziologischer Fundamentalismus, Staatsverehrung, totalitäre Paranoia und Faschismus, sie alle zeigen denselben elementaren Impuls. Hass auf die Kunst, reale Freiheit, Begierde, auf alles, was nicht kontrolliert, reguliert und zugeteilt werden kann. Der Faschismus hasst Fremde, migrantische Arbeiter, Obdachlose, wurzellose Menschen jeder Art und Neigung. Alles, was Aufregung und Ungewissheit hervorruft. Frauen, Künstler, Verrückte, dahintreibende Triebe, Flüssigkeiten, Unreinheiten und die Herrenlosigkeit. Die Lehre daraus ist, dass man paradoxerweise, um humanistische Werte wirklich durchsetzen zu können, humanistische Barrieren durchbrechen muss, und daran ist Land gescheitert und nicht daran, dass er den Weg zu weit gegangen ist. Im nächsten Video sehen wir uns dann an, wie eine solche Entwicklung aussehen könnte, auf einer praktischen Ebene. Aber nun bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Wenn euch mein Content gefällt, lasst mir ruhig ein Abo da, kommentiert, liked, teilt, ihr kennt das Ganze. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Social Media folgen, unter Fasmate Nova auf verschiedenen Kanälen. Nun ist aber erstmal Schluss für heute. Glitch out.